Hi Leute, willkommen zu einem neuen Part Complex. Ja, ich habe ja versprochen, da noch ein paar Rätsel zu lösen oder zu versuchen zu lösen. Und ja, das mache ich auch jetzt und viel Spaß. Schauen wir mal, beim letzten Mal haben wir ja die schon mal hier überall hier drauf gemacht. Klar war ja auch, dass wir hier irgendeinen Code eingeben müssen. So, hier haben wir jetzt schon mal einen Anfang. So. Das hier ist das erste Fragment. Das bleibt auch bestehen, das bleibt fest, damit der Code nicht zu schwierig wird. Und ja, so hat man nur drei Ziffern, die man eventuell ein bisschen hin und her schieben muss. Die erste Zahl bleibt so. Holen wir jetzt einfach mal alle Teile hier ran. Und versuchen mal, das Rätsel zu lösen. So, wie war das nochmal mit dem Ding hier? Ah, hier konnte man die drehen. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal eine 4, ne? So, was ist die erste Zahl? Darum müssen wir uns jetzt als erstes mal kümmern. Ich weiß nicht, ob die hier irgendwie rankommen könnte. Oder passen könnte, eher gesagt. Hm? Wo ist mein Stift hin da? Alter! Der will streiten mit mir, glaube ich. Das kann ja, das kann nicht passen, ne? So, jetzt müssen wir uns hier wieder sehr blöd anstellen. Ne, das kann auch nicht passen. So. Das ist auf jeden Fall schon mal das Oberteil von der 4. Also der Stift, der mag mich mal gar nicht. Also hier wäre jetzt cool, wenn man es wirklich gefunden hat, das Richtige. Ne, ist gar nicht das Richtige. Aber wenn man das Richtige gefunden hat, dass das zusammensnappt. Das wäre cool, weiß ich nicht. Vielleicht ist es ja auch so. Aber ich meine, beim letzten Mal war es nicht der Fall. Hier war doch noch ein Teil, ne? Gehört das zu der 4? Ja. Aber jetzt hau du nicht auch noch ab. Ja. So, der Stift ist hier. Oh je. Ich habe momentan keine Idee, was die erste Zahl hier sein soll. So. Nee. Das sieht irgendwie komisch aus. Passt nicht so wirklich. Ich wollte den hier nehmen, so. Und alles mal hinten in die Ecke stellen. So, dass ich da auch nicht mehr dran komme. Das ist echt blöd, dass das jetzt nicht zusammensnappt, aber gut, ist halt so. Wir haben eine 3. Denke ich doch mal, oder? Ja, wir packen die jetzt erstmal auch da hinten in die Ecke. So. 3 und 4 haben wir. Aber das ist mir ein kleines Rätsel hier. Das wird wahrscheinlich doch eine 9 sein hier, oder? Passt die hier rein? Nee. Auch von der Höhe nicht. Ich denke mal ja, dass die Höhe hier auch wichtig ist, oder? Die ist relativ flach. Die 9 hier. Oder ist es eine 6? Jetzt hat er den wieder. Hat er den wieder hier weggenommen? Oh. So, das muss richtig sein. Jetzt haben wir hier noch
ist das hier? Eine 9. Oh Mann, ey. Von der Höhe passen die beiden ja hier zusammen. Also der Stift, der mag mich echt nicht hier. Mein Gott. Bleib doch jetzt mal da. Kannst du mir nicht hier so? Der ballert mir hier alle Zahlen durcheinander. Komm. Nein. So. Oh je. 4 und 3. Wie war das nochmal hier? Ah, okay. Man konnte hier einzeln anklicken. Ich weiß absolut nicht, welche Zahlen das hier sein sollen. Habe ich hier irgendwas noch irgendwo drin liegen lassen? Nee, ne? Also das muss schon alles sein hier. Kann doch nichts. Kann doch nichts werden hier. Ah, okay. Bleibst du hier? Okay, den kann ich auch nochmal. Ich dachte, der wäre fest. Okay. Vielleicht ist es ja doch die oder die Zahl. Ich denke ja immer das hier. Kann es nicht sein, oder? Naja. Das passt doch nicht von der Höhe. Also das irritiert mich, dass die Höhe nicht passt. Von der Höhe her würde eher das hier passen. Wird das vielleicht eine 8 hier? Ich muss mal kurz, wo war das Menü? Wie kam ich nochmal ins Menü? Ah, jetzt habe ich. Okay, jetzt muss ich kurz nach vorne gucken. Okay. Da haben wir es. Ich glaube, ich muss die Qualität nochmal runterregeln. Wir machen mal gut. Ich habe, glaube ich, so ein bisschen FPS-Probleme. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, weiter geht's. Das kann ja auch nicht sein. Und die 3 sieht eigentlich so abgeschlossen aus. Das passt perfekt drauf. Aber was soll es dann für eine Zahl sein? Ach, das ist eine 2. Das ist eine 2. Also 2, 3.
Also die erste Zahl ist 2. Also können wir da schon mal... Jetzt müssen wir ein bisschen... Komm schneller, Junge. So, jetzt können wir nur erraten, dass von der Höhe aus runtergeht, ne? Sind die denn unterschiedlich hoch hier, die? Ja. Also, ich würde die 3 hier reinmachen. Aber ich wirklich richtig liege, sehe ich, wenn das Ding angeht. 6 oder 9? Ne. 9? Das ist nicht richtig. Muss ich noch irgendwas machen hier? Also für mich sieht es aus. Schauen wir mal ganz kurz, ob die 3, wie es hier aussieht. Die sehen gleich hoch aus. Na, vielleicht ist es auch 2, 4, 3. Dann machen wir jetzt hier mal 4. Muss man irgendwo drauf? Ich bin mir nicht sicher, was man machen muss. Hier machen wir die 6. Ja, also 2, 4, 3, 6. Was kommt da jetzt raus? Oh! Leguan. Ein kleiner grüner Leguan. Boah, der war aber sauer. Okay, das Rätsel hätten wir auch. Wow. Wechseln den Platz. Oh. Ja, jetzt bin ich gespannt hier. Ey. Press, wir drücken mal drauf. Okay. Okay, das ist grün, blau, grün, gelb. Also ist es jetzt so, dass man die alle rot machen muss vielleicht, weil der ja hier rot ist. Okay, der bleibt aber nicht rot. Der muss bestimmt auch rot. Rot. Den machen wir auch rot. Komm, dann. Sieht aber nichts, ne? Also wenn wir den jetzt auch rot machen und dann... Rot. Okay, das war's nicht. Wir werden aggressiver. Ne, okay. Gelb. Dass immer nur die als nächstes dran sind. War schon schwierig, finde ich. Leuchtet rot wieder hier. Oh, man kommt aus Versehen immer oft irgendwo dran.
grün. Hier sind so Grenzen, ne? Wenn man hier schaut. Okay, vielleicht sind das immer die Grenzen. Alles, was hier in der Grenze ist, muss grün sein. Schauen wir einfach mal. Grün? Grün? Der ist auch grün? So, die Grenze ist nicht mehr? Okay, schauen wir mal. Aber können wir mal probieren. Vielleicht ist es ja wirklich so. So, hier ist eine Grenze, da ist aber nichts drin. Ob die Theorie überhaupt stimmen kann hier. Ich glaube nicht. Ich glaube, meine Theorie ist falsch. Oder die Linien, kann das stimmen? Wenn das hier die Linie ist, gelb, dann folgen wir mal der Linie, das ist gelb. Nee, auch nicht. Also, tut mir leid, aber ich glaube, ich muss mich jetzt hier schon geschlagen geben. Weil ich habe überhaupt keine Idee, was jetzt hier richtig sein kann. Nee. Ich habe absolut keinen Plan. Ja, hier ist jetzt wieder alles grün. Ich bin so blöd dafür. Echt. Wenn ich wenigstens mal irgendwie eine Seite richtig hätte. Oder ein Beispiel, was man machen, aber ich verstehe das Rätsel nicht. Schade eigentlich. Schade, schade. Vielleicht alle rot machen. Wenn ich jetzt alle rot mache und dann den roten drücke, passiert dann was? Das checken wir jetzt mal. Okay, das waren sie, ne? Glaube ich. Der rote ist da oben. Ja, jetzt haben wir es, Leute. Ich war schon am Verzweifeln. Okay, hat man nicht blau irgendwo? Blau, blau, blau.
Gelb, ja komm, mach mal alle gelb. Den noch. Ich dachte, das würde irgendwie abgegrenzt sein und man müsste dann nacheinander die ganzen Dinger drücken. Aber das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, man muss halt echt viel probieren bei dem Spiel, um rauszufinden, was jetzt hier gefordert ist. Aber wenn es zu schnell wäre, wäre ja auch blöd, aber ich bin echt jemand, der relativ schnell aufgibt, besonders bei sowas hier. Aber dann bin ich doch so ehrgeizig und versuche auf jeden Fall das irgendwie zu lösen. Okay, nächste Runde Kugel. Was haben wir hier? Ich drücke mal hier drauf. Okay, hier haben wir Linien. Gucken wir mal, wenn wir die alle zusammenbringen. Okay. Können wir das Ganze drehen? Wir gucken mal, was auf der anderen Seite ist. Okay. Okay, was jetzt? Okay, und jetzt? Da ist noch grün, wir müssen wahrscheinlich grün erwischen irgendwie. Also grün haben wir hier auf der Seite jetzt noch nicht. Jetzt versuchen wir mal rot auf der Seite zu generieren. Okay. Rot. Okay. Ich denke mal, dass wir die erste Farbe haben. Auf jeden Fall gerade so ein komisches Piepgeräusch oder Klickgeräusch gemacht. Was jetzt? Jetzt haben wir wieder grün. Aber grün haben wir ja eben auch nicht. Gelb. Gelb haben wir eben hinbekommen. Auf der anderen Seite. Also probieren wir mal. Andere Seite. Nein. Rot. Ich hab doch eben gedrückt, oder? Oh, man kommt da auch noch dran. Mist. Nee, eben hatte ich doch. War doch eben gelb. Da. Das gelb. So, jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir relativ schnell dann... Oh, das ist echt blöd. So. Okay, gelb haben wir auch eingeloggt. Grün. Okay, probieren wir mal grün.
Okay, rot kriegen wir auch noch nicht hin mit unseren. Bei grün kriegen wir auch noch nicht hin mit unseren. Doch. Ich wollte gerade sagen, kriegen wir nicht hin mit unseren Farben. Okay. Es fehlt nur noch blaue, ne? Nee. Das bin ich falsche Blau. Das ist das Richtige. Muss uns hier ein bisschen angucken, wie die Farbe sich dann ändert, wenn ihr das besser seht jetzt hier. Ne? Na komm. Okay. Ah. Ist noch die richtige, okay. Schnell einloggen. Ja. Okay, Leute. Ich würde sagen, drei Rätsel reichen für heute. Hier machen wir bei der nächsten Folge weiter. Ich zocke das jetzt auf jeden Fall durch, dass auch mal alle sehen, dass erstmal die Sachen lösbar sind. Und zweitens, dass es echt ein cooles Spiel ist. Mir gefällt es, auch wenn man ein bisschen teilweise verzweifelt, aber gut, ist halt so. Ja, sonst wäre das Ganze auch zu einfach und würde keinen Spaß machen. Ist halt ein Rätselspiel und ja, soll halt ein bisschen herausfordernd sein. Okay, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, beim nächsten Mal seid ihr wieder dabei. Würde mich echt freuen. Bis dann. Ciao.